So, damit willkommen zurück mal wieder zu einer Runde The Hunter Call of the Wild. Wir spielen Multiplayer. Jetzt muss ich erstmal suchen. Jetzt ist die Frage. Was? Ja, super, ist nix sortiert hier. Revier. Was hast du für ein Revier genommen? Amerika. Das ist jetzt Amerika. Dieses Lake District, ne? Ja, klar. Ah, da ist er. Ja, wir jagen hier ein bisschen zu zweit rum und mal sehen, was wir alles so treffen heute. Dann müsste ich mal zu dir reisen. Ich bin da am Hauptding. Da, wo man halt startet. Da bin ich. Ja. Hier sein. Aussicht. Moment. Ihr seht, wie groß die Karte ist, meine lieben Freunde. Die ist riesig. Kannst du mich sehen auf der Karte? Ach, da bist du. Das bin ich, oder was? Nö, deinen Spieler sehe ich gar nicht. So, dann bist du das hier? Wo bin ich? Ich bin am Haus. Ich bin hier oben. Ich sehe dich gar nicht. Doch, ich bin ganz oben im Norden. Ich bin hier der rote Punkt. Also bei mir ist, bin ich. Ja. Warst du schon hier, wo ich bin? Nö, ist noch zu. Ja. Aber ich kann zu dem einen. Ach nee, das ist. Ich komm jetzt zu dir. Ich will dich schon. Ein Riesengebiet hier. Muss ich mal sehen. Da bist du. Hinreisen. Aussichtspunkt. Außenposten wählen. Reise, ja. Komm ich gleich zu dir. Da bin ich. Und du bist hier? So, es gibt ja einen neuen Rucksack. Normalerweise. Also wir haben ja eigentlich einen neuen Rucksack uns geholt, ne? Hier, Rucksackgröße, kein Rucksack. So geht das nicht mit dem Rucksack. Mm. Ist noch da? Naja, die musst du kaufen. Kostet 10.000, ja. Glaub. Ach, da unten 20.000. Ach, die muss man auch noch kaufen. Ich dachte, die haben wir jetzt kostenlos bekommen. Ja, aber im Spiel musst du es dann kaufen, den Gegenstand. Ach so. Ah. Ja. Hier ist der Bogen. Zwei Bogen sind hier drin. Das ist der Barclay. Ja, meine lieben Freunde, ich muss mit der Steuerung einfach zurechtkommen. Er kostet, Geld habe ich überhaupt, 12.000, er kostet 6.000. Ich weiß nicht, ob ich mir den Bogen holen soll, ich will erstmal auf ein gutes Gewehr sparen. Gewehr.
223 Dozent. Gibt eine Waffe, die ist sehr gut. Aber da müsste ich. Na gut. Wollen wir gleich mit dem Quad wohin fahren? Wo? Gut, dann lass uns mal wohin fahren hier. Hast du alles? Rucksack habe ich die und die. Da haben wir was dabei. Dann haben wir uns ein Auto. Du hast ja schon einen Rucksack. Ja, habe ich gerade gekauft. Wie viel Geld hast du denn gehabt? Was haben wir noch? 15.000 jetzt. So. So. Dann such dir was aus, wo du noch nicht gewesen bist. Auf der Karte. Wo ich noch nicht gewesen bin. Ja, wo wollen wir denn überhaupt hin? In welche Richtung? Ja, sonst suche ich was aus. Hier ist ein Aussichtspunkt, da waren wir glaube ich noch nicht. Interessanter Ort. Dann setze ich mal einen Wegpunkt. So. 264 Meter. Komm mal hinterher. Jetzt ja beide das freischalten, nicht nur du oder ich, das war ja sonst nicht so. Die Kamera. Ah, die habe ich schon mal gehabt. Ich krieg die Kamera also nicht wieder weg. Ah, den kann ich untersuchen. Notiz von Air Hope. Aha. Codex. Das ist was für ein Codex. Mhm. Neuer Hintergrund. Eintrag zum Codex hinzugefügt. Kannst du das auch freischalten? Ja, ich hab halt auch E gedrückt und dann Codex, bla bla. Ja, das ist ja dann besser geworden jetzt. Das ging ja früher nicht. Entweder konntest du das freischalten oder ich. Beide, das ging immer nicht. Weißt du das noch? Ja. Ja, das ist ja super. Gut. Dann nehmen wir jetzt, was ist denn hier? Da ist eine. Das ist eine Jagdgelegenheit. Oder wir fahren direkt. Den hatten wir schon. Oben schon. Das hier. Das ist Jagdgebäude. Ich würde sagen, wir fahren hier hin zur Jagdgelegenheit. Hier mal. Siehst du auch den Wegpunkt? Ja. Ja, das sind 280 Meter. Ah, meine lieben Freunde, das Spiel werde ich auch in der 10.000er Bitrate für euch hochladen, damit ihr auch die perfekte geile Grafik seht. Das Spiel ist nämlich im als Jagdspiel das Beste, was es auf dem Markt gibt. Kommst du? Ich bin hier, genau am Punkt. Wie sollst du deinem Quad wieder hin? Ja, aber dann vertreibt man noch die Tiere. Nein, ich hab einen neuen Wegpunkt gesetzt. Na, da war ich doch gerade. Das ist doch da das Grüne, oder nicht? Nein. Wir waren ja, bei was anderes. Ja, komm dann mit. Sehe ich deine Wegpunkte nicht. Hey. Das ist nämlich eine Jagdgelegenheit. Können wir auch freischalten. Hier.
natürlich viel Lärm gemacht. Aber immer wenn ich absteige, habe ich die Kamera. Welche Kamera? Ich will nicht haben. Ja, der macht immer die Kamera aktiviert, wenn ich absteige. Das habe ich schon mal gehabt. So, jetzt ist weg. Ja, auf dem linken Button auf dem Xbox One Pad drückt, dann ist das weg. So, hier ist eine Jagdgelegenheit. So ein freies Feld. Schön ist, der Wind geht in unsere Richtung. Ja. Das ist schon mal gut, ja. Aber hier ist nichts. Weil die haben das auch gehört. Also meine lieben Freunde, ihr müsst wissen, das Spiel ist ultra realistisch. Das ist jetzt nicht der Handheld-Simulator. Den habe ich ja auch. Das ist hier ein Ende. Eigentlich wie echtes Jagen. Aber wir müssen erstmal eine Spur haben, ne? Hier ist so eine Spur. The black-tailed deer are one of the easiest animals in the reserve to hunt. Still, be wary of your noise and the wind direction, as their senses are quite good. Wenn hocken die hier im Gras. Ja, vielleicht müssen wir den auch mit dem Lockmittel holen. Sehr frisch, eine Losung. Haben wir? Für mich steht sehr alt. Ja? Mhm. Solange der noch trabt. Mensch, war da hinten was? Ja, du kannst ja das Lockmittel rausholen. Wir sind alle in die Richtung gelaufen. Richtung Süden, anscheinend. Alter, da wo du durchläufst, da haust du das Gras platt. Deine naja, Füße. Weiß ich du. Geil gemacht, ey. Geil gemacht, ey. Aber das geht auch wieder hoch. Aus. Das geht dann auch wieder hoch. Irgendwann. Sei, wenn die Tiere irgendwie hier langgelaufen sind, sieht man das ja auch richtig gut. So, hier geht er jetzt lang. Das ist das höhere Gras. Hier geht's lang. Lock den mal an. Wohl. Gerade eben. Hat er hier hingekotet. Aber meine lieben Freunde, ihr könnt das auch vor- und zurückspulen, das ist ja kein Problem. Aber wir müssen hier vorsichtig vorgehen und das kann manchmal auch lange dauern, bis man einen Treffer hat. Das ist ja nicht so, dass man alle 5 Minuten Treffer hat, ne? Ah, hunting Roosevelt elk, I see. Bei der echten Jagd aber Roosevelt's auch nicht so. Roosevelt's a big fella, but its good sense of smell and hearing make it tricky ganz to hunt. Durch. Wasser. Kann man nochmal gehen? Das ist so schleichen. Ja. Alter, so geile Sounds, ey. So, da hinten wird am Ufer, auf der anderen Seite. Bisschen gucken. Ich sehe hier nichts. Ganz anderen Ufer auch nicht.
Oh, Futtergebiet entdeckt. Ort zur Karte hingefügt. Wo ist hier ein Futtergebiet auf der Karte zu sehen? Zur Karte hin. Wo soll das sein? Hier oder was? Bedürfnisgebiet. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Süden. Da hinten ist dann auch ein Ausguck, ein Jagdgebäude, da ist ein Hochsitz. Von da aus haben wir auf jeden Fall immer einen Treffer. Wollen wir da hin? Ja. Gut, dann gehen wir erstmal hier hin zum Bedürfnisgebiet. Mache ich mal einen Wegpunkt. Oh, da drüben sind wir. Echt? Ja. Richtung Süd, West, West oder West, West, Süd. Ja. Jetzt steht er gerade auf. Ja, aber das ist zu weit weg. Da hat er den Tierruf. Ja, das war der, der geschrien hat. Der ist aber zu weit weg, den treffen wir von dir nicht. Da hinten ist er, ich hab ihn gesehen, ja. Schwarzer, ne? Ja. So. Wir müssen 300 Meter. Das ist ein Bedürfnisgebiet. Von da aus können wir zum Hochsitz und da hat man dann meist auch Glück. Glück beim Hochsitz. Ja, ein Warnruf. Siehst du auch den Wegpunkt? Nee. Ja, das ist ja schade. So, hier ist ein Uhr. Schwarzwedelhirsch laufen. So, hier könnte ein bisschen Glück haben. Als 70 Meter ist das noch weg. Ja, aber wenn wir immer neue Spuren machen, ne, gehen die alten weg, ne? Also das, was blau ist, musst du eh drücken. Ja. Dann behalten wir die Spur. Hey, wir wollen jetzt erst in den Bedürfnisgebiet. Das sind noch 150 Meter. Achso. Ja. Machst du mal dahin. In die Richtung. Genau in die Richtung, wo ich jetzt laufe. Noch 120 Meter. 100 Meter noch. Und da könnte was sein. Du musst aber auch mal jetzt mal locken, ne, mit deinem Lockmittel. Warte mal. Hab ich überhaupt Lockmittel dabei? Ja. Darfst du nicht zu oft machen. So alle 20 Sekunden einmal. Sonst ist das negativ. Ich habe mir mal ein Video angeguckt. Man das perfekt jagen tut. Immer die ganze Zeit, so wie ich das gemacht habe. Alle 30 Sekunden höchstens einmal. Sonst ist das eher kontraproduktiv. So, 30 Meter noch. Oh. Was? Rumpfschrei vom Elch. Die Richtung, wo ich schaue, genau hier. Da soll ein Brummelch sein. Und hier ist das. Ist das bei dir hier nicht? Genau hier. Da ist ein Punkt. Ist das hier. Ja, ein grüner. So. Und in die Richtung da hinten soll ein Elch sein. Schwarzbär. Der ist im Wald da drin.
setz mal die Markierung jetzt, wo wir hinwollen beim... Was ist denn hier? Aussichtspunkt nehmen. Oh, was warst du das? Ja. Ja. Hier ist ein Aussichtspunkt. Da können wir auch noch hin nachher und den freischalten. Zum Ende des Let's Plays, meine lieben Freunde, machen wir das. Jetzt ist erstmal hier ein Wegpunkt. So, das sind 240 Meter. Da haben wir einen Aussichtsplatz. Wollen wir da hin? Mhm. Gut. Hast du den nicht auf deiner Karte? Ich habe im Inventar gerade geguckt. Guck mal auf dem Map, denn weißt du genau, wo das ist. Oh, ich habe ein Visier. Da sind ganz viele Tiere. Warte mal. Wo ist die Kamera? Ja, hier. Nein. Nein, ich will... Oh Mann, ey. Da waren Tiere. Guck mal in die Richtung, wo ich gucke. Ja, ich hab gerade gesehen, das sind Rehe oder sowas gewesen. Ja. Wo ist denn jetzt? Erstmal sehen hier. Durchschalten. Aha. Wo? Kriege ich denn jetzt die... Ach so, macht man das. Ach so, und jetzt auswählen. Macht er aber nicht. Rumpfschrei, Schwarzhirsch. So, dann hol ich mir lieber die Waffe raus. Das jetzt funktioniert. Ich krieg das einfach nicht... Geht das nicht. Hm. Nimmt die Waffe nicht. Irgendeine Taste daneben gelegt. Doch, jetzt hat er sie. Ich weiß nicht, wie man das andere macht. Nicht mal die... Ja, mit dem Controller ist das nicht ganz so gut. Ah, jetzt hab ich. Also viel zu lange hat das gedauert. Jetzt auch zu dem Aussichtspunkt. Nicht zu dem Aussichtspunkt, sondern... Bahnhof Elch, ja. Wir wollen ja zu dem Hochsitz. Wenn man die einmal im Visier hatte mit der Kamera, also nicht mit der Kamera hier, sondern mit dem Fernglas, kann man die markieren und dann verliert man die nicht mehr aus den Augen. Ich spiele Markierstudien. Ich habe ja noch keinen gesehen. Ich habe ja vorhin habe ich die gesehen, aber ich habe viel zu lange gedauert mit dem Visier hier, also mit dem. Wie ist die Sonne jetzt weg, ne? Ah, da hinten ist der Elch. Hier ist der Aussicht. Hier ist der Hochsitz. Da müssen wir hin. Kriegen wir ihn. Machen wir auch keinen Lärm, wenn wir da oben sind. Mach ich in die Taschenlampe an. So, jetzt gehen wir hier mal rauf. Nein. Müssen wir aber bezahlen. Kostet der 2100. So. Willst du den erst samt bauen oder was? Ich hab den zusammengebaut jetzt. Bei mir stand der schon. Kommst du auch hier hoch? Mhm. So. Maximale Kapazität erreicht. Ach, da kann nur einer mal hoch. Ja, dann musst du da unten locken.
Ich schieß, obwohl ich hab nicht so ein großes Gewehr. Den lock ich lieber und du gehst hier hoch. Weil du hast eine stärkere Waffe. Geh du mal hoch. Ich hab da noch ein Zelt. Kann man auch noch herstellen. Ja, dann geh du ins Zelt und ich gehe hier hoch. Steuerung haben sie nicht so gut gemacht. Ja, es geht. Geht so. Wenn wir jetzt hier bleiben und keinen Lärm machen, dann kann uns auch einer vor die Flinte laufen. Das kann in den nächsten 5 bis 10 Minuten funktionieren. Ah, jetzt habe ich das mit der Steuerung schon besser raus. Ja. Warum baust du das mal wieder auf und ab? Das ist ein anderes. Ach so. Ja. Oh, der Wind wird mehr. Weil das hier kannst du drinnen rumlaufen. Also wenn sie es nicht gefixt haben, aber früher konntest du hier drinnen rumlaufen und dann haben die das nicht gehört, die Tiere. Ja. Also rennen durfte es natürlich nicht, aber geh hingegen schon. Aber man kann ja jetzt nur so ein bisschen nach links gucken, nach Westen gucken. Ja, hier kann ich jetzt weit nach oben gucken. Es fängt an zu regnen, das ist sehr gut. Ändert sich auf jeden Fall viel hier. Wird die Sicht aber auch schlechter. Aber es scheint kein Tier zu kommen. Ah, hier habe ich weit zu gucken. Man könnte ja auch noch Futterfallen hinstellen, ne? Ja. Dass ja nicht mal ein Hase vorbeikommt, ne? Ein Hase könnte ja wenigstens mal kommen.
Aber ist schön entspannt, ne, das Spiel. Aber man muss. Ist schon viel zu weit weg, dass. Na, ich weiß nicht, ob die das bis dahin hören. Ach, hier könnte man auch noch gucken. Da hinten was? Ne. Oder? Kommt nichts. Der Elch macht auch keinen Laut mehr. Und der Schwarzbär auch nicht. Oh, ich bin schon wieder an zu schiffen, ey. Ja. Jetzt wird's ungemütlich. Oh. Aber richtig fängt das jetzt an, du. Ich finde diesen Platz hier aber auch eigentlich nicht so gut, ey. So? Ja, finde ich auch, ja. Wollen wir dann zum Aussichtspunkt gehen? Den freischalten. Aber würde ich sagen, hier ist nicht gut, sonst hätten wir schon ein Ziel gehabt. Wie kriegen wir jetzt unser Quad hierher? Ja? Ist das hier eine mobile Garage? Ah, das ist gut, ey. Nice. Dann können wir jetzt nämlich zum Aussichtspunkt fahren und den freischalten. Von da aus hat man ja auch einen guten Blick. Vielleicht kriegen wir da ein paar Tiere. Außerdem regnet das jetzt auch. Das ist für die Jagd sowieso nicht so gut. So, ich setze mal einen Wegpunkt bei dem Aussichtspunkt. Den müsstest du ja auf der Karte auch gesehen haben, ne? Geht hier hoch. 300 Meter. Der guckt doch auf die Karte und das ist jetzt hier selber ein Weg vor. Ja. Aber... einfach dahin zu kommen. Meter noch. Mal sehen, ob wir hier hochkommen, das wird ziemlich steinig hier. Ja, das könnte klappen. Ja. Genau. Ah, da oben ist er. Geil. Hat Spaß. So, aber jetzt mehr runter, aber hier können Tiere sein. Drohendes Prairiehase. Gehen wir mal hoch hier. Wetter bald wieder besser, ey. So, meine lieben Freunde. Jetzt begutachten wir den Aussichtspunkt.
Zwar bei schlechtem Wetter, aber hier hat man normalerweise richtig geile Sicht. Oh! Hast du den Blitz gehört, den Donner? Alter. Geil, jetzt können wir hier reingehen, ja. Na, meine lieben Freunde, das Spiel wird hier immer weiter verbessert. Ach, die haben sogar eine Pfanne hier mit dem Ofen, wo man sich was zu essen machen kann. Hier ist das Holz. Ja, hier kann man sich was Leckeres kochen. Ah, es wird besser, das Wetter. Boah, hier ist ein Ausblick, ey. Mal sehen, ob die Sonne noch rauskommt. Über uns sind ja Regenwolken, das sieht man ja auch. Da kommt der Wind. Kommt der Wind von Süden oder von Norden? Mhm. Das Große, ne? Das ist aber anders als bei... Boah! Das ist anders als bei X-Plane. Its Plan ist genau andersrum als hier. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Da, wo es größer wird, da ist gefährlich. Das ist nicht gut. Also wenn es jetzt im Norden wäre, wäre besser. Die Spitze ist. Naja, und das kenne ich ja, ich habe ja schon It's Plane auch Let's Play, meine lieben Freunde. Da habe ich mit ganz am Schluss, wo ich in Scharnies gelandet bin. Bin in Zürich gestartet, in der Schweiz. Und in Scharnies gelandet. Und dann habe ich euch das auch mit dem Windsack alles gezeigt. Könnt ihr euch mal angucken, das Video. Du hast ja auch It's Plane 11, ne, Loka? Ja. Hast du auch schon ein Video hoch? Du hast auch einmal ein Video hochgeladen. Sind hier nicht irgendwo Tiere, die wir abknallen können? Ja. Naja, bloß ist. Bei Flutsimulation ist genau andersrum. So, dann haben wir ja hier eine Chance. Hier zu erlegen. Natürlich wegen dem ganzen Regen Nebel. Schlechte Sicht. Dauert seine Zeit, bis der Nebel weggeht, aber ich glaube, das kann lange dauern. Ich dachte, das wären Tiere. Ihr seht, meine lieben Freunde, das ist nicht einfach. Vielleicht kommt ja noch mal einer hier rein in die Lobby, das könnte ja sein. Weil es ja Wochenende. Mal ein paar Spieler hier rein joinen. Ah, das kommt die Sonne, glaube ich, raus. Ja, der Himmel oben ist blau. Na, ist da ein Tier? Was hochkommen? Hochkommen tun die hier nicht. Hm. Das wäre gut. Tatsächlich, jetzt wo ich es gesagt habe, wenn man vom Teufel spricht, doch. Bessere Wetter ist auch schon da. Bald haben wir einen besseren Blick. Wollen wir runter? Woanders hingehen?
Ach, da ganz hinten ist er. 2,68 Kilometer. Ist jetzt hier nicht ein Tier, sag mal? Der Nebel wird weniger jetzt. Wie ich gesagt habe. Ich hier nochmal nach dem Tier, aber. Jetzt. Ja, das. Da muss man eine Spur verfolgen. Also da, einfach so jetzt hier zu warten, dass. Das wird nichts. Nee, nee. Das muss man immer eine Spur haben. Na, ich suche mal eine Spur. Hier können wir ja runtergehen. Hier unten ist, glaube ich, eine große Straße. Du hast den Boden der Tatsachen erreicht. Bist gestorben? Ja. Klar. Eine Simulation. Nur zu Häusern, glaube ich. So ausprobieren. Das ist eine Eisenbahnschiene. Oh, ist das ein Tier doch? Da kann ich noch einen interessanten Ort freischalten. Ach, hier ist ein Haus. Ein Außenposten. Da gehe ich hin. Fast genau da, wo unser Jagdgebäude war. Das war vorhin aber nicht zu sehen. Gut. Wie weit ist das weg? 300 Meter. Schneller laufen. Und das gibt nämlich ordentlich XP und Geld und alles. Hier ist auch eine Spur. Für 500 Meter weg. Das ist auch das Haus jetzt. Ach, ich habe ein Ruhegebiet entdeckt. Hast du auch den das Haus von der Karte? Ja, laufen wir da beide hin. Und es klopft für Rehase. Aber jetzt ist ja schönes Wetter hier. Könnte was sein. Na, Hauptsache, wir entdecken wenigstens hier, dass wir eins aufstrecken oder so. Was? Nein. Nein. Oh. Aber jetzt kommen wir mit der Steuerung noch besser zurecht. Im Fernglas und so. Yeah, ein Häuschen freigeschaltet. Ja. Cool. Ja, also ich finde das Spiel echt geil. Aber ich bin sowieso, mir macht das Zocken jetzt irgendwie noch mehr Spaß. Die letzten Monate. So geil. Die Grafik ist so geil mit der neuen Grafikkarte. Ich habe ja die 1080 mir geholt, meine lieben Freunde. Die ist echt geil, die 1080 im HD-Bereich. So, starte ich jetzt auch frei. Schnellreise, ja. Geil gemacht, ey. Plus 100 EP. So,
Ja, und das ging früher nicht. Da musste man quasi immer abwechselnd spielen. Also kurz raus, ja, wieder rein und dann konnte blöd, der andere ja das freimachen. Das haben sie jetzt endlich mal gefixt. Ja, viel besser jetzt. Ja. Das wurde auch mal Zeit, ey. Die Musik ist auch sehr entspannt. So. Ja, die haben schon gesagt, man soll sehr viel XP freischalten, immer zu den Aussichtspunkten fahren. Und dann kann man auch bessere Waffen kriegen und alles. Zuerst soll man das so machen. Überall mit dem Quad hinfahren. So. Würde ich sagen. Was ist das denn hier? Sehenswürdigkeit. Hm, da können wir mal hinfahren. Ja. Gucken, wie weit das weg ist. Wegpunkt setzen. Ein Kilometer. Nehme ich mir auch ein Quad? Das ist dein Quad hier, ne? Ja. Hole ich mir auch ein Quad? Das ist ein Kilometer. Ja. Garage. So. Ja, gut, zu Fuß 19 Minuten. Nee, da fahren wir jetzt schön hin. Boah. Nein. Wo fliegst du? Hat den Boden der Tatsachen erreicht, Alter. Das war ja ultra, ey. Du bist in der Luft geschwebt und dann zu Boden geklatscht. Ich bin voll von dem Teil runtergefallen und das war geil. Na, jetzt geil, stehst du hier. Beziehungsweise du liegst hier und läufst. Ja. Nur mal wieder eins jetzt. Bei mir liegst du noch hier und läufst. Und hast Fernglas in der Hand. Geil. So. Wo ist jetzt? Hier kriege ich wieder ein neues. Das sieht Quad aus. Ja. Du läufst hier. Bei mir läufst du hier. Jetzt ist Quad weg. Aber weil ich jetzt das Quad mehr ausgewählt habe. So, jetzt komme ich zu dir. Aber diesmal muss ich vorsichtiger fahren. Jetzt bist du weggespawnt. Passiert, ey. So, jetzt muss ich vorsichtig fahren hier. Es geht steil bergab, ey. Aber wir können ja ein Wettrennen machen, wer zuerst da ist. Hm. Nicht unbedingt. Gut. Du bist aber auch immer auf dem richtigen Holzweg, ne? Fängst du am Bau? Ja, diese. Da, das, nee, das sind nur kleine Äste, also dass man die nicht über den Haufen fahren kann, also da müssen sie auch mal patchen. Ey. Oh, nichts ist Wasser durch. Außen ist Wasser rum. Boah, Alter, der ist wohl am Griff. Eieiei. Oh, da oben ist eine Zugbrücke, ja, anhalten. Hier links, ey, da hinten ist eine Querterzugbrücke drüber. Oh, hier ist Wasser. Bei mir hast du keine Räder mehr. Ja, das kann sein, ja. So, hier muss ich aber aus. Wie komme ich das Wasser durch? Oh, das war aber. Oh, das war eng. Meiner ist kaputt gegangen. Na, siehst du? Ich hab's geschafft. So, jetzt ist es immer noch 700 Meter, aber ich bin am See vorbei.
Der rennt Auf doch 400 irgendwas. Meter noch. Steilberg. Na, kommst du hier hoch? Ja. Oh, ist das schnell. 300 Meter noch. Ach, Boah, Alter, Kaninchen das ist sind nicht es. hartes Gelände hier, du. Hat mir dann noch? Gut, hier rennen Karnickel Alter, rum. Das Fahrzeug, die Fahrzeugphysik ist gar nicht so schlecht. So. Bin da. Schalten. Ja. So, was steht hier? Überlebenskünstlercamp. Überlebenskünstlercamp Lake District. Richard Hobbs, sorgfältig konstruierte Lager. Überlebenskünstler finden sich im ganzen Lake District. Wenn man sich primär von der Jagd ernährt, sind mehrere sichere Rückzugsorte unverzichtbar. Wenn man das, was man jagt, auch fressen, essen kann. Wenn man das hier warten, ja, hier ist geil, beglüht, plus 100 EP. Bonus. Ist auch auf dem Weg. Kann man sich was zu essen kochen. Schlafen. Ach, der Grill ist hier angeschmissen. Ich treffe gerade jeden Ball. Bei den die Zigarette auf 150 Watt setzen, schmeckt sie besser. Das ist schon Cloud Chasing. Da kommt er auch zu uns hier, der heißt er? I'm not. 1,6 Kilometer entfernt. Guck mal hier, wie das hier schön blüht, ey. So, was haben wir hier noch auf der Karte? Hier ist ein Fragezeichen. Unentdeckt. Das ist nicht weit weg. Weit ist das weg? 170 Meter. Wo ist mein Quad? War nicht mehr da, doch da hinten. Da hinten muss ich auch hin. Da kann man wieder was freischalten. Ach, das da, ja, das habe ich schon. Hirsche haben entweder typische oder untypische Geweihstrukturen. Typische sind symmetrisch und ihre Spitzen wachsen direkt aus der Hauptstange. Untypische Geweihe sind asymmetrisch und die Spitzen können in jedem Winkel aus der Hauptstange wachsen.
Ah, wieder plus 100 EP. Kann ich gut gebrauchen. Mein Quad hat bei mir keine Räder mehr dran. Nee? Nee. Und hinten dreht sich deine Bremsscheibe mit. Ha? Also, ja, die dreht sich ja sowieso mit, die Bremsscheibe, aber die Bremsklötze, die sind an der Bremsscheibe drin. Ja, die Federn sind ohne mehr so in Ordnung. Gehen. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wo wir noch hin wollen. Hier ist noch ein Aussichtspunkt. Ich würde sagen, da fahren wir noch hin in diesem Let's Play und dann beenden wir das auch, würde ich sagen. Das ist Norden. Was ist das wert? 1 Kilometer. Wollen wir da noch hin? Jo. Die Kamera. Ach, ich weiß nicht, ob ich die Kamera wieder ausmache. Hast du schon markiert bei dir? Nö. In die Richtung hier ist das. Muss man auf der Karte. Genau in die Richtung. Ne? Nordwesten, da ist nachher noch ein Aussichtspunkt. 920 Meter. Oder willst du mir hinterher fahren? Jo. Ich dabbel dir nachher. Ich fahr dir und dein Hoverboard hinterher. Hat sich verfitzt. Ja, ich sehe. Ja, das ist ziemlich weit oben, aber das sieht geil aus. Aber das wird ein bisschen länger dauern, da ich nicht komme. Ja, Fehlzündung hat ja eine Karre hoch. Ey. Ja, ich noch wieder mal, ja. 600 Meter noch. Der Berg, ja, und wir wieder hochkommen. Weil hochfahren tut sich hier nicht, auch Weg oder die Straße. Das wird ein bisschen dauern, dass wir wieder hochkommen. Ja, die Straße, da müssen wir umdrehen. Oh, da hat einer Schwarzwildhirsch verwertet. Da müssen wir umdrehen, da müssen wir nach links. Also links von, ja? Also so dass der Berg rechts von uns ist. Dann geht mal eine Straße rechts rein. Fahr ich dir hinterher. Oh, hoch. Boden auch matschig. Willst du mit Maus und Tastatur oder mit Pad? Maus und Tastatur. Ja. Wir müssen jetzt gleich die Straße kommen. Weg kommen, ne?
Ja, hier ist ein Weg. Erfahr. Nice. Geil, ne? Und mit den beiden anderen Karten, die man noch kaufen kann, da gibt es eine Menge zu spielen, ne? Menge zu entdecken und so, Menge freizuschalten. Das Spiel, da kann man massiv Spielzeit reinstecken. Alles Open World. Warst du mit Parkway 5 zufrieden? Ja. Ja? Vor allem der Koop ist auch schon gesagt. Ja? Ja. Ja, irgendwann werde ich es mir auch noch kaufen, wenn es günstiger wird. Ist ja schon günstiger geworden. Ich warte noch ein bisschen ab, bis es noch günstiger wird. Alter, das geht ja aber auf Berghof, wa? Haha! Der Berghof, Alter. Ja. Oh, das ist gut. Boah, schade, wie vorhin beim anderen Aussichtspunkt hat es auch geregnet. Wir können das leider nicht bei bestem Wetter hier freischalten. Ja, es hört jetzt auf zu regnen. Genau in dem Moment, wo wir hier sind. Wenn wir hier noch ein bisschen bleiben, dann kommt wieder die Sonne raus. Boah, der Wind, der weht hier auch krass, Alter. Je höher man kommt, je stärker wird der Wind auch. Ja, vor allem jetzt siehst du es richtig. Wenn du einfach mal so richtig, nach Osten guckst, siehst du genau, wie der Wind geht. Ja, der kommt von links. Genau, und da zeigt dann das grüne Ding auch hin. Da, wo hingeht. Ja, genau. Ja. Also die Spitze ist genau da, wo wir hingehen. Boah, geil. Geil, ne? Ich warte mit dem Freischalten aber noch ab, bis das Wetter besser wird. Dann sieht das geiler aus. Die Zwischensequenz. Ja, aber die Kamera ist nur auf dieses Haus gerichtet. Also siehst nicht ringsrum oder so. Hab ich gerade gedrückt. Mhm. Was haben wir hier alles Schönes? Der Wasserkanister. Bratpfanne. Hand with caution. Ja. Denk das Griff. Boah. Alter. Was jetzt denn? Hat's gedonnert. Ja, ich hab's nicht gehört. Schade, weil ich draußen. Alter, aber hier sind wir ja richtig hoch, ey. Hier kannst du weit gucken. Hier. Die Richtung. Ja, vor allem die Berge dann. Nee. Da kann man sogar noch in die Berge. Muss mal auf die Karte gucken. Ich weiß nicht, was ist das Richtung Westen? Doch, also die Karte geht bis in die Berge, aber... Steht kein Berg in die Berge. Ein Weg in die Berge. Doch, das steht ja hier hinten noch weiter. Guck mal, wie weit das noch hier rüber geht. Ja. Alter. Das steht hier über den Fluss. Da hinten ist das Meer. Dann geht's in die Berge. Da setze ich mal einen Wegpunkt. Da ist nämlich ein Aussichtspunkt. Der ist ganz drüben im Westen. Geh ich mal rauf, wie weit das weg ist. Da, 1,7 Kilometer, ne? 1,8 fast. 1,8 Kilometer, ja. So hoch kann man in die Berge. Kann man da oben die hohen Berge noch besser sehen. Bin ja mal auf die neuen Karten gespannt. Aber wie gesagt, meine lieben Freunde, ich kaufe ja viele andere Spiele noch. Ich habe jetzt noch StarCraft 1, den ersten Teil bei Blizzard gekauft für 10 Euro, remastered. Hat auch 50 Story-Missionen. Ach, da oben. Man kann jetzt sogar von hier sehen mit dem Fernglas. Mit dem Fernglas, ja. Das werde ich auch mal machen. Statt drüben. Dann kann man schön auf die zwei Berge gucken. Ja.
Aber das ist weit weg, also bis man da ist mit dem Quad, das dauert, ey. Das dauert. So, ich habe den hier noch nicht freigeschaltet. Der Wind kommt. Ja. Kommt hin. Nordwest. Aus Nordwest. Nordwest, ja. Ja, meine Lieben. Oh. Da. Rumpfschrei vom Elch, ey. Alter, geht das hier tief runter. Der Wahnsinn. Na, willst du da runterspringen, oder? Also Selbstmordgedanken. Aber ich glaube, das kam von ganz unten vom Wald, ja. Also dies von Darkstar, das Liquid, was ich hier habe, das braucht 4 Wochen Reifzeit von Nilde. Ist jetzt auch fast rum, die 4 Wochen. Schmeckt auch schon richtig gut. Ich muss erstmal hoch, weil ich muss den hier freischalten jetzt. Achso. Halt ihn jetzt frei. Doch, man sieht das von außen richtig. Den ganzen Aussichtspunkt. Von außen. Toll. So. Das haben wir. Boah, jetzt hat er hier alles freigeschaltet, was hier noch ist. Bei dir ja auch. Mhm. Wollen wir noch was machen oder wollen wir noch ein anderes Spiel zocken? Nö, ja, erstmal würde ich sagen, sag mal Tschüss, oder? Ja, das sowieso, das ist klar. Ja, gut, meine lieben Freunde, das war mal wieder nach längerer Zeit eine Folge vom Hunter Call of the Wild. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben zwar kein Tier erlegt, nicht eins. Iloka ist eigentlich noch ein besserer Jäger, aber noch nicht mal er hat eins gekriegt. Ja, wir haben Schwarzbär kurz in den Blick gehabt. Jo. Da ruft wieder der Elch da hinten. Und einen Hase habe ich gesehen. Ja gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Alles klar, meine lieben Freunde, bis zum nächsten Mal, euer Robin Hood, bye bye. Genau, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.